Seht ihr unsere Gesichter am Freitag schon das zweite Mal? Axel ist in was Gemütlicheres geschlüpft, oder? Ja, ich war jetzt gerade mit dem Hund nochmal draußen, hab mir gedacht, jetzt ist quasi Casual Friday angebrochen, das Wochenende naht mit großen Schritten. Da kann man sich heute mal ein bisschen gemütlicher machen. Sehr gut, ich muss hier nochmal Ton ausmachen, läuft hier alles. Also, wir werden heute den zweiten Teil auch noch behandeln von der Dokumentation aus den 90ern. Wahrheit macht frei. Der erste Teil, glaube ich, war schon sehr, sehr spannend, dass wir da wirklich sehen, was da los war im Hinterzimmer, wer mit wem. Und wir sind jetzt hier angehalten bei 30 Minuten in der Doku, 60 geht es ja, so ein bisschen was vor uns haben wir da noch. Und wir haben wirklich ganz, ganz bekannte Revisionisten behandelt. Das heißt immer wieder Leute, die die Geschichte neu schreiben möchten. Ne? Kann man das so... Ja, Revision der Geschichte, ne? Es soll quasi von unten nach oben alles umgedreht werden, um Deutschland wieder im strahlenden Licht erscheinen zu lassen und die Alliierten, die Befreier, dann als die bösen Lügner und Verbrecher, die Deutschland mit einer Schmutzschicht von Verleumdungen vermeintlich überzogen hätten. Werden wir auch gleich in der Doku hören, dass jemand dann immer wieder sagt, und das ist bei mir auch tief eingeprägt, immer: Wir anständigen Deutschen werden in den Dreck gezogen. Das ist so eine Sache. Bist du mit sowas auch noch aufgewachsen? Also so in dem Sinne, wir sind ja dieses Volk, das ne, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja, nach Deutschland soll sich alles richten. Wir sind die Krone der Schöpfung und so weiter. Und das, da gibt es diese Menschen, die sagen, auf Deutschland, in Deutschlands Historie ist überhaupt nichts dran zu mäkeln. Ja, wurde immer wieder eingebläut auf Demonstrationen, auch von Kriegsteilnehmern, die sagten, die deutsche Wehrmacht hat anständig gekämpft. Das waren die anderen, die Verbrechen begangen haben. Die hat man uns in die Schuhe geschoben, wie in Katyn. Das war immer so, dass eine reine Reinzeichnung vorgenommen wurde. Deutschland, toll, super, das Beste, wo gibt, und alles andere schlecht, doof und verbrecherisch. Ne? Also wir steigen hier ein, das Startbild, das wir sehen, Axel, ist, ja, wie soll man das sagen, eine geheime Revisionistenkonferenz in Frankreich? In Frankreich war so eine Revisionistenkonferenz, die haben ähnlich wie wir Kameradschaftsabende hatten auf größere Ebene, haben die sich auch getroffen zur Veranstaltung, um sich zu vernetzen, um da ihre neuen Theorien eben dann zu präsentieren. Im Hintergrund sehen wir Ernst Zündel, der ist damals einer der Hauptdrahtzieher gewesen, war in Kanada ansässig, bis er da abgeschoben worden ist. Vorne am Mikro ist Robert Faurisson, das war ein französischer Revisionist, der sehr gehypt wurde und sehr hochgehalten wurde. Also da kommt das Who is Who zusammen, auch dann der Leute, die den Holocaust leugnen und die Geschichte halt umschreiben wollten. Gut. Ich, jemand schreibt gerade, Axel, in Erbsen-Tarnhemd, ja, so ungefähr, Erbsensuppe-Tarnhemd. Ich würde das Video jetzt ein bisschen laufen lassen, weil ein drittes Mal, Axel... Erträgst du mich nicht. Zweimal reicht. Zweimal am Tag ist genug. Ne? Ein drittes Mal privat bei Martini und beim Gin Tonic, das würde gehen. Aber ein drittes Mal live, glaube ich, reicht den Leuten dann auch. Also, ich würde dann einfach mal laufen lassen von dieser Konferenz. Wenn ich es hinkriege, habe ich... Hinter ihm Ernst Zündel. Deutsch-Kanadier. 1988 im Gefängnis wegen Verbreitung falscher Informationen. Schriften, die von Hancock, alias Michael Carter, gedruckt wurden. Das hatten wir schon unter anderem organisiert er David Irvings Tourneen, zahlte $37.000 für einen Expertenbericht, der nachweisen sollte, dass es nie Gaskammern in Auschwitz gab. Warum sollen wir anständigen deutschen Menschen in diesem Dreck, in diesem Saustall uns pudeln? Ja. Axel, das, was wir gerade eben schon gesagt haben, ne, wir anständigen Deutschen, ne? Also ist aber eine Botschaft, die kommt halt in der eigenen Bubble gut an, ne? Wir sind ja die Anständigen, wir lügen nicht, wir schwindeln nicht, so wie Hitler auch nicht, hatten wir im ersten Teil schon drin, ist halt auch eine Botschaft, die immer wieder gut ankommt, ne? Wenn alle im Raum die Anständigen genannt werden, oder? Ist ja auch dann eine Selbsterhöhung. Man ist ja Teil von etwas, was prinzipiell ganz toll, super, schön ist und hat Legitimation gleichzeitig all jene als Feind zu verorten, die sagen, okay, ja, war ja noch nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Das ist schon ein sehr binäres Denken, also wirklich eine Aufteilung in Schwarz-Weiß, Gut, Böse. Eigentlich sehr simpel, aber sehr funktionell natürlich bei einigen Leuten. Diese teuflisch gemeine Lüge, die unser Volk in dieses Judenpakt verbreitet hat, die hängt den Hals daran. Auch Christian Borch ist in Agenau. Nächster Redner, David Irving, der Historiker. Und es ist auch einmal wiederum ein Ein-Mann-Gaskammer gewesen.
Ein Ein-Mann-Gastkammer von zwei Lanzen um die Hand, um die polnische Landschaft herumgetragen, auf der Suche nach einzelnen Juden. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal ein renommierter Historiker war in England. Allein die Geschichte und dann so dieser Lacher, so süffisant. Wir reden hier über einen Genozid, wir reden hier über eine Massenvernichtung eines ganzen Volkes. Und hier wird so getan, als wenn das alles ein großer Spaß ist, ne? Ja, es wird wirklich ridikulisiert, dieses schreckliche Verbrechen. Wir haben ja eben schon gehört, Zündel spricht ganz offen von teuflisch gemeiner Lüge, die dieses Judenpack verbreitet. Also da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Da weiß man auch, dass man hier mit virulenten Antisemiten, Rassisten eben unterwegs ist und spielt deren Klaviatur, um gut anzukommen und macht sich dann drüber lustig und alle lachen dann. Welch großer Spaß, ne? Ja, Axel hat jetzt drei Wörter verwendet, die ich in meinem Wortschatz gar nicht drin habe. Ich hoffe, dass alle anderen, die diesen Kanal mal konsumieren, das dann schnell bei Google gegenchecken können. Ja, ist halt immer wieder auch dieses... So Antisemiten sind Menschen, die keine Juden mögen, Philipp. Okay, dankeschön. Wir haben gerade Verbindungsprobleme in Richtung Polen. Oh. Was hier halt so hart ist, die wissen mittlerweile halt auch, wie sie wo welche Lacher bekommen und wo sie welchen Applaus bekommen. Axel hat es, was mir auch sehr, sehr hängen geblieben ist, Axel wusste auch, okay, wenn ich das jetzt anspreche, in der Tonalität, in der Härte, dann kriege ich nachher meine Schulterklopfer, dann weiß ich, jetzt brodelt der Saal, da hattest du das mal sehr, sehr bildlich vorgetragen, ne, wie du dann raus bist und die Leute haben gesagt, Mensch, einer, der Klartext redet und so weiter, ist ja auch hier kann auch keiner kommen und sagen, der macht so eine halbe Geschichte, oder? Na klar, letztlich, das habe ich auch schon mal geschildert, man stachelt sich ja gegenseitig an. Ja, wenn dann drei, vier Redner vor einem waren, die schon auf die Kacke gehauen haben verbal, dann kann man keine leisen Töne mehr bringen. Das kommt dann nicht mehr an. Die Leute sind dann schon auf einem gewissen Level aufgeputscht. Und wenn er sich jetzt hinstellen würde und würde da sachlich und vermeintlich differenziert berichten, würden die alle sagen, das war aber ein lahmer Vortrag. Und der will ja selber gut angesehen sein in diesen Gruppen auch. Er will ja auch Applaus bekommen. Und natürlich macht er dann sein eigenes und haut auch auf die Kacke, um entsprechend dann nicht irgendwie hintanstehen zu müssen. Ne? Gut, wir haben in 7 Minuten 30 Sekunden geschafft. Ich lass mal laufen. Ein Mann, Gastkammer, das sah etwa wie ein Sedansessel aus, glaube ich. Wurde aber getarnt als ein Telefonzeller. Und man fragt sich, wie brachte man den armseligen Opfer dazu, dass er sich selbst freiwillig in diese Ein-Mann-Gastkammer hineinbegab. Antwort wahrscheinlich, es war ein Telefonklingel drin. Und es hat gelautet, und da sagt ihm die Lanze, ich glaube, es ist für Sie. Was für ein Witz. Ja, was für ein Witz. Jemand, der verschleppt wurde in ein KZ, es stehen Waffen-SS-Soldaten, er spricht zwar von Lanzern, aber je nachdem, wer beteiligt war, was für ein Witz mit bewaffneten Soldaten umringt und dann Telefonzelle, gehen Sie mal rein, das Telefonat ist für Sie. Das muss man ja sagen, der Mann hat Millionen Bücher verkauft und war mal als Historiker angesehen in England, ne? Nicht nur in England, weltweit, also in Deutschland auch. Also ich sage ja gerade zum Thema Dresden ist er dann zitiert worden als ganz normaler Historiker und hat hier also auch ein gewisses Renommee gehabt tatsächlich. Ne? Aber der ist nie anders gewesen. Also ist auch keine Radikalisierung. Das ist David Irving, wie er lebt und lebt, ja, wie er immer schon gewesen ist. Und dann sieht man auch, dass er kein objektiver Wahrheitssucher ist, der ergebnisoffen sich mit der Historie beschäftigt, wie man behauptet wird, sondern hier soll tatsächlich eine ganz klare ideologisch begründete Linie gefahren werden. In wessen Sinne, das sehen wir hier in diesem Video und mit wem er da zu tun hat und wo er auftritt, das ist ja alles kein Zufall. Ja. Bemühungen, das Rätsel von den Auschwitzer Gaskammern zu lösen. Im vergangenen Oktober stellte der Vatikan fest, der Tuch stammt nach Kohledatierung fast einwandfrei aus den Jahren zwischen 1260 und 1390. Aber einige Wissenschaftler argumentieren, dass die heilige Energie, sein Körper, bei der Wiederaufstehung der Strafe den Strafniveau erhoben haben würde. Ja, muss man sagen, das sind halt diese Themen, die dann aufgegriffen worden sind. Ja, der Vatikan, diese chemischen Elemente,
Das kann nicht da gewesen sein, muss man auch sagen. Und wir erkennen ein Thema, was wir hier erkennen, ist auf jeden Fall die Wissenschaftler oder einige Wissenschaftler, die nicht zu uns passen, ja, also fast alle anderen, das sind aber keine richtigen. Ist was, was wir bis heute auch wieder hören, ne? Natürlich ist ja dieses, wie gesagt, binäres Denken. Wenn nicht für uns ist, ist es gegen uns. Und wer gegen uns ist, der hat das nicht objektiv erfahren, sondern der ist Lügen aufgesessen, ist selber ein Lügner, ist Teil einer Verschwörung, die Deutschland niederhalten soll, die Wahrheit unterdrücken soll. Dieses Bild ist ja austauschbar. Das hast du heute bei der AfD, das hast du bei Querdenkern, das hast du in den klassischen Neonazi-Gruppierungen, das hast du bei den Revisionisten. Das ist ja ein Bild. Ja, wir gegen die, die uns unterdrücken und die dafür sich jeder Lüge bedienen, die ihnen irgendwie aufs Tapet kommt. Fäden im Netz des internationalen Narzissmus. Sie arbeiten in verschiedenen Rollen auf das gleiche Ziel hin. Rehabilitierung des Dritten Reichs. Gleicher Abend, gleicher Ort in Agenau, Frankreich. Jetzt hat jemand geschrieben, ja, Ü80-Veranstaltung, das ist aber Gedankengut, was heute genauso bei jungen Menschen im Kopf ist, ja, auch eine Art Geschichtsrevisionismus. Es ist zwar modernisiert worden, ja, es wird versucht, eine Art Distanzierung herzustellen, nach außen, ne, kann man das so sagen, nach außen? Auch nicht bei jedem, also eine der zentralen Figuren der Neonazi-Szene aus der alten Generation ist ja noch Ursula Haverbeck, ja, die bei solchen Treffen auch immer dabei war, die solche Treffen mit ihrem Mann damals schon veranstaltet hat im Collegium Humanum hier in Ostwestfalen. Die hat keinerlei Berührungsängste, ja, also die lässt sich von Neonazi-Parteien wie der Rechten oder dem Dritten Weg aus Podest heben. Also es gibt immer noch genau diese Kreise, die damals natürlich noch zahlenmäßig größer waren. Das kann man böse sagen, Problem hat sich ja biologisch ein Stück weit erledigt, dass eben dann viele weggestorben sind, aber es sind nach wie vor solche Leute vorhanden, es sind nach wie vor ihre Nachkommen vorhanden, die ihre Ideologie auch genau weitergeben und auch keine Distanzierung vornehmen, die nicht sagen, ja, der Nationalsozialismus, den wollten wir nicht, aber, sondern die ganz klar sagen, nö, Hitler war toll, das war alles super und was da verbreitet wird, ist alles Lüge. Das ist Gräuelpropaganda der sogenannten Befreier, die in Wirklichkeit die Kriegstreiber waren. Ja, das ist eins zu eins das, was in der Neonazi-Szene gepredigt wird und was auch immer wieder bei vergangenheitsbezogenen Aufmärschen, wie in Dresden jetzt am 13. Februar, wieder den Leuten mitgegeben wird. Ja. Berlin Steglitz, einst eine Hochburg von Hitlers NSDAP. Berlin, die alte, neue Hauptstadt Deutschlands. Eine Generation neuer Nazis wird von ihren Führern auf die kommende Zeit vorbereitet. Berlin, wir sind da. Wir sind in der Reichshauptstadt. Wir wissen, dass wir nicht nur Freunde auf dieser Welt haben. Die Welt besteht aus Feinden. Ja, wenn Sie nicht unsere Freunde sein wollen, dann sind Sie unsere Feinde, ist auch in Ordnung. Dann müssen Sie mit unseren geballten Kraft berechnen. Oder müssen Sie mit rechnen, dass man Haue gibt. Oder machen Sie die Klasse auf der Straße, schreien ohne Faschismus und sich aufregen und hinterherkommen und ihr selbst Maul hauen. Ja, wir hatten den Mann schon im ersten Teil ein bisschen behandelt, ne? Man muss es auch mal diese Ansprachen sind dann einfach auch ein blanker Aufruf zur Gewalt, ne? Also ja, vor allem auch ganz klar, wenn ich unser Freund sein will, ist unser Feind. Das heißt, in diesem Denken gibt es keine Neutralität. Das ist tatsächlich so, wer nicht für uns ist, ist gegen uns und wer gegen uns ist, der muss mit unserer geballten Macht rechnen, unserer Kraft rechnen, der muss damit rechnen, dass er Haue kriegt. Das ist ja schon eine ganz klare Kampfansage und auch ein Einschüchterungsversuch, Leute zu zwingen, ihr müsst euch jetzt für uns bekennen, sonst schlagen wir euch einen Schädel ein irgendwann, ne? Dieser deutsche Kürzel, der war so richtig kocht, das Ding ist doch zu lau. Hei!
heiß werden muss es, kochen muss es. Es muss von Liebe glühen. Gemeinsam sind wir unausstehlich. Wir sind unausstehlich, die Systeme im Osten und Westen. Und lasst uns weiter unausstehlich bleiben. Lasst uns weiter dranbleiben. Lasst uns hungern nach dem Sieg. Lasst uns nicht satt werden. Lasst uns dranbleiben. Ganz knallhart, ihr im Osten, wir im Westen, wir der Ostmann. Und bleibt egal, auch hinüber nach Breslau wird es gehen, nach Königsberg wird es gehen und den Gorbatschow wird es mit Frieden haben. Ja, purer Größenwahn. Das ist wirklich dann so Größenwahn. Ich will den Gorbatschow vor meinen Knien haben. Also müsst ihr jetzt immer auch die Realität anschauen. Ich meine, so bedrückend das ist, wirklich dann so Reden zu hören und so Bilder zu sehen. Das ist ein kleiner Haufen von ein paar Dutzend Verstrahlten gewesen, die sich im Hinterzimmer zusammengefunden haben und davon träumten, irgendwann wieder die Welt zu dominieren und Staatsmänner vor ihren Knien zu haben. Das ist schon lächerlich, zeigt aber, in was für einer Wahnwelt sich diese Menschen bewegen. Ja, wie wir uns auch bewegt haben. Wir haben ja auch daran geglaubt, also ich zumindest, dass wir irgendwann die große Revolution haben und dann liegt uns die Welt wieder zu Füßen. Ist es das immer wieder, was wir sagen, und ich wiederhole mich da, ist es das immer wieder dieser eine Saal, wir sind jetzt hier gerade eine Macht hier in diesem Saal, oder wir haben jetzt hier zwei Straßen, wo wir die Helden sind und jetzt brennt es hier bald, alle werden kommen, alle werden Kameraden, alle werden aufstehen und dann geht der große Kampf los und jetzt sitzt der Küssel auch noch in Österreich und nichts ist passiert, oder? Gar nichts ist passiert, überhaupt nichts ist passiert. Ja, letztlich gibt es ja auch keine Perspektive. Alles, was da rausgehauen wird, ist wirklich nur blanke Emotion. Das ist Hass, das ist Abneigung, das ist Ablehnung. Aber es steht ja nichts Produktives dahinter. Ne, da ist ja nichts bei, wenn man jetzt die Leute mal fragt, okay, ihr wart jetzt 30 Jahre Nazi, wem habt ihr denn ein besseres Leben verschafft? Wem habt ihr geholfen? Wem habt ihr einen positiven Impuls mitgegeben? Da ist ja nichts. Ne? Da ist ja nur, wir sind so toll, weil die anderen so schlecht sind, vermeintlich. Ne? Ja, bleibt einfach nichts. Das hatten wir bei dem Bericht über ehemalige führende Neonazi-Kader, ne, wo wir die beleuchtet haben, gemeinsam mit Axel, war immer so diese Mischung aus, oh Gott, Leben weggeschmissen, sogar eine Portion Mitleid irgendwie mit drin. Ich weiß, das wollen viele von denen nicht hören, weil sie wollen das ja nicht, weil du dann ihr Lebenswerk ja auch nochmal beschmutzt oder so. Aber es ist ja, da bleibt ja nichts von übrig, ne? Nichts. Das Einzige, was übrig bleibt von so einem Leben, ist ja ein kleiner Wikipedia-Eintrag, wo noch steht, ja, Neonazi und dies, das, Strafbefehl für Hakenkreuzfahren oder sonst was. Selbst den guckt sich keiner mehr an. Ja? Also ich bring's immer auf den Punkt mit einem Satz, das sind Bedeutungslose auf dem Weg ins Nichts. Ja? Das wird am Ende übrig bleiben. Sie werden in die Kiste steigen und werden ihr Leben weggeworfen haben. Ja, das muss man wirklich sagen. Es tut mir auch immer leid, dass ich so viele Jahre meines Lebens mit die besten Jahre meiner Jugend da auch diesen Schwachsinn geopfert habe und die auch weggeworfen habe. Nur Leute wie Küssel oder Worch, die machen ja seit 40 Jahren nichts anderes. Ja? Deutschlands Zukunft. Jürgen Rieger, den du da am Mikrofon siehst, der hat die Veranstaltung damals angemeldet mit Thomas Wolf zusammen, der neben ihm steht. Also da haben wir auch wieder zwei zentrale Figuren, die ja lange, lange Zeit auch noch zu unserer Zeit unglaublich Bedeutung gehabt haben in der Szene. Ne? Ja, ich finde solche Aktionen, wenn man dann vor so einem Konsulat und so ist, sollte das Pressepropaganda sein, weil wir wissen, so einen Impact so hat es ja nicht, ne? Ja, ist auch für die eigenen Leute halt wichtig, ne? Du musst halt was machen, es ist dann aktionistisch, es ist dann, wir haben hier gezeigt, was wir wollen, wir waren da, wo die uns hören und mitbekommen, dass die das überhaupt nicht interessiert, ja? Die hatten ganz andere Probleme zu der Zeit, dass da ein paar Neonazis vor der Haustür auftauchen. Das spielt ja keine Rolle. Die Binnenwahrnehmung ist ja das Entscheidende für solche Aktionen, ne? Glauben Sie, gehört Ihnen und die sogenannten verlorenen Gebiete werden zurückgefordert. F-
vielleicht, dass wir da mal drauf eingehen. Ich weiß ja auch, ganz viele junge Menschen nach der Schule gucken sowas an oder die auch nachher studieren und so weiter. Und ich hatte jetzt gerade kürzlich eine Frage, hatte ich dazu, wie kann man als junger Mann dran glauben, dass man sagt, okay, man fordert die Ostgebiete zurück, ja? Also da war so ein Fragenkomplex, an was man so geglaubt hat und so. Und da war die Frage mit dabei. Und das ist gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Also das ist relativ leicht in den Kopf zu pflanzen. Axel wird es mit Sicherheit da auch gleich einen Input zu geben. Bei mir war das dann auch so, ja, guck mal, wo kommt deine Familie her? Ja, deine Eltern, meine Großeltern geflohen, also ein Teil der Großeltern geflohen aus dem Sudetenland. Mein Opa als U-Boot-Fahrer in Danzig stationiert. Und dann wird da halt eine Geschichte so drumherum, aber das ist doch ewig deutsches Land gewesen. Und du checkst es ja auch nicht gegen, du kriegst da keine differenzierten Meinungen mehr und so weiter. Und auf einmal habe ich als 16-Jähriger, habe ich auf einmal die alten deutschen Gebiete, die alten deutschen Grenzen gefordert und habe gesagt, dass keiner ein Recht darauf hat. Und das ging sehr, sehr schnell. Ich habe mir dann auch Plakate davon aufgehängt, da gab es viele Aufkleber damals mit den alten Grenzen drauf und Plakate, ne, Heim ins Reich und so weiter. Verrat und, Und das ging relativ schnell, da auch dran zu glauben, weil immer wieder Leute auch unter die Videos schreiben, so, ja, wie kann man da dran glauben? Aber das geht, wenn man glauben möchte oder auf der Suche nach Wahrheiten, nach krassen Wahrheiten ist. Glauben ist ja immer eine Sache, die emotional auch bedingt ist. Und hier wird ja ganz mit emotional starken Bildern gearbeitet, Flucht und Vertreibung. Und wenn wir dann zurückgehen, was wir eben gehört haben von den Revisionisten, das erzählt wird, Deutschland hat doch nichts falsch gemacht. Das, was über Deutschland erzählt wird, ist alles gelogen, um uns eben ein schlechtes Licht zu rücken, unter anderem und uns dann unsere Ostgebiete vorzuenthalten. Dann ergibt das einen perversen Sinn. Das baut ja aufeinander auf, dieses Bild. Ja, nach dem Motto, wir haben ja nichts gemacht. Die haben uns jetzt die Dinger abgenommen. Das war vielleicht ihr Plan, um das eben den Polen zu geben, die auch dann gierig sind und das deutsche Gebiet haben wollten, was wir aufgebaut haben. Dann hört man eine emotionale Geschichte von Menschen, die gelitten haben durch die Flucht und Vertreibung und sagt sich, oh mein Gott, ist das perfide. Ja, die armen Menschen wurden da vertrieben, weil die bösen Alliierten uns unser gottgegebenes Land wegnehmen wollten, was schon immer unsers war. Das sind ja deswegen keine Gebietsansprüche an Fremde, das ist unser deutsches Land, das müssen wir doch zurückbekommen. Ja? Und schon hast du ein Weltbild, was ineinander übergreift und klare Feindbilder ausmacht und ganz klar zeigt, wir sind wieder die Opfer, wir sind die Unschuldigen, was da passiert ist, ist ein Elend und da wird ja keine Frage gestellt, haben wir da auch eine Verantwortung? Ja, wer hat den Krieg denn angefangen? Wer ist denn im Osten eingefallen? Ja, wer wollte denn Polen aufteilen zwischen Russland und Deutschland? Das war Hitler, aber das war ja nicht der Hitler, das waren ja die Alliierten, der ist ja unschuldig, die Unschuld vom Lande, zack, bumm, ist man in so einer Schiene drin, wo man auch nicht mehr links und rechts sieht halt, ne? Das ist sehr, sehr einfach, Leuten einzuimpfen auch, ne? Ja. Gibt es da auch schon mal Zwischenfälle, dass die Polizei oder Staatsschutz oder sowas euch aufspürt? An und für sich nicht, weil es relativ gedeckt abläuft. Ich meine, sie könnten zwar theoretisch nichts machen, aber naja, gebranntes Kind scheut das Feuer und bevor da irgendwas Gröberes passiert, lass man das so ablaufen. Da eine kurze Info zu, wir sehen gleich einen der Mitausbilder dieses Wehrsportlagers, das ist der Hans-Jörg Schimanek. Dessen Vater ein hoher FAP-Funktionär war. Ich glaube, der war entweder, ich will nichts Falsches sagen, entweder war der Polizeipräsident oder Landeshauptmann zu der Zeit, wo dieses Wehrsportlager stattgefunden hat. Also da konnte man vielleicht auch davon ausgehen, dass man da auch so ein bisschen Vitamin B hat spielen lassen, so nach dem Motto, ah, komm Papa, wir haben da was vor, ne, und tritt uns mal nicht auf die Füße, will ich nicht unterstellen, aber ist doch schon komisch, dass solche Veranstaltungen dann da stattgefunden haben, wo familiäre Connections auch vorhanden waren zu einer zu der Zeit auch sehr weit rechts stehenden Partei. Und Gott sei Dank haben sich die Zeiten dahingehend auch geändert, dass hier diese Zusammenrottung und so in diesem Maße nicht mehr sind. Also alles, was den Geruch nach Wehrsport hat, wird auch aufgelöst. Es ist dann dazu übergegangen, nachher diese nationalen, völkischen, ja, so Zeltlager so zu machen, ne? Mit so vielleicht ein bisschen Sportdrill, aber nicht mehr so mit Stahlhelm
oder Waffenattrappen und so weiter. Also da hat der Staat dann auch schon zumindest in Deutschland auch einen Riegel vorgeschoben. Ne? Es wird jetzt gerne ausgewichen nach Osteuropa, ne? Also Russland, Polen, auch in der Ukraine, da gab es entsprechend auch dann Wehrsportlager, Schießübungen, Tschechien, weil da einfach ein ganz anderes Verhältnis auch zu Waffen da ist, als eben bei uns das der Fall ist. Da ist es sehr einfach, entsprechend an so Schießstände ranzukommen und an scharfe Munition ranzukommen. Also viele, viele Neonazis, die Bock auf sowas haben, die fahren also dafür gerne gen Osten. Ne? Ja. Aus dem Nix erfahren. Gewalt ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer Weltanschauung. Gewalt gegen Ausländer und Minderheiten, gegen Juden, gegen jeden, der nicht für sie ist. Gewalt gegen die gesamte Gesellschaft, die sie als schwach und degeneriert ansehen. Ihr redet vom Bürgerkrieg. Würdet ihr auf Deutsche schießen? Ja, es ist die letzte Konsequenz. Es ist das Schlimme dabei, dass dieser Bürgerkrieg, von dem ja der sicherlich wahrscheinlicher ist als ein weltumspannender Konflikt aller Zweiter Weltkrieg, dass der wieder zwingen wird, dass Deutsche aufeinander schießen. Es ist irrsinnig schlimm und dramatisch. Ich würde es bevorzugen, dass es nicht passiert. Ja, das ist jetzt, wie soll man das beschreiben? Letzte Konsequenz. Ja, ich würde sagen, wenn du nicht ganz stramm auf unserer Linie bist, musst du damit rechnen. Hat es ja schon gesagt, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und wer gegen uns ist, der muss damit rechnen, dass er Haue kriegt und mit unserer geballten Macht. Er tut er jetzt so, als wenn das ja diese typische Opferrolle, die immer gerne eingenommen wird. Ja, wir wollen das ja nicht, aber es passiert. Wenn der Gegner nicht zurückgeht, dann muss ich halt zuschlagen. Aber es ist halt Notwehr. Tut mir leid, dass ich das tun muss, aber der zwingt mich dazu. Ne? Das ist ja, was alle Extremisten erzählen. Haben wir jetzt auch kürzlich ja gehabt mit diesen Autobahnbesetzern von der letzten Generation. Ja, die dann auch sagt, wir haben ja keine andere Wahl, wenn die anderen nicht aufwachen, wenn die anderen uns nicht folgen, wir wollen ja die Welt retten, dann müssen wir sie dazu zwingen, dann müssen wir eben auch mal andere Maßnahmen ergreifen. Und das sehen wir halt hier. Ne? Da wird auch gesagt, wir wenden die Gewalt ja nur an, weil die anderen nicht aufwachen. Ne? Nur wann jemand auf mich schießt, verdammt, schieß ich zurück. Man muss auch dazu sagen, immer wieder, wenn ich die Bilder so sehe, wir haben ja sehr viel Ähnliches zu diesem hier gemacht. Wenn manche jetzt so reingucken und sagen, sie sind gerade zugekommen und sagen so, okay, da springen irgendwie so 10 Verwirrte im Wald rum. Ja, das mag so sein von außen, aber das sind nachher auch Leute, die dann die Kontrolle über sich verlieren. Das kann halt dazu kommen, ne? Die sich dann zusammenrotten und sagen, okay, es ändert sich nichts, ja. Wir müssen jetzt aktiv werden, das Volk will nicht aufwachen, dann müssen wir es dazu zwingen, ja, und deswegen gucke ich das immer mit so einem Auge, okay, will ich eigentlich nicht, wenn ich nachher mit Rudolfo und Heidi spazieren gehe, will ich denen eigentlich im Wald nicht begegnen und ich will, dass gar keiner damit so durch die Gegend läuft. Ja, vor allem sind ja apokalyptische Bilder, die auch dann hier richtig vermittelt werden, ja, wenn ich dann immer mal im Dreck gelegen habe, eine Waffe in der Hand habe, habe ich weniger Hemmungen, als wenn ich nur als Gamer darüber fantasiere. Ne? Und das ist ja das Schlimme, dass die Leute dann die Hemmungen verlieren und dass sie selber auch sehen, oh, ich kann was, ich bin vermeintlich nicht alleine, da sind noch andere da und jetzt muss man fanal gesetzt werden und jetzt schießen wir mal auf die, die uns sonst auslöschen, die sonst den Volkstod bringen, den Volksaustausch oder welche apokalyptischen Visionen da sonst im Kopf sind. Ne? Und was dabei rauskommen kann, haben wir bei Anders Breivik gesehen, ja? Der auch fest davon überzeugt war, dass er durch seinen Massenmord, den er begangen hat, damit eben die Leute zum Aufwachen bringt. Kein Problem, Waffen zu beschaffen. Hat es noch nie gegeben. Jede Bürgerkriegsarmee hat ihre Waffen. Und auch Leute, die nicht wussten, woher sie bekommen haben, im Moment, wo sie es gebraucht haben, haben sie es bekommen. Oh, ein Hakenkreuz-Lampion. Also, ich weiß nicht, hängen hier Menschen drunter? Da hängen Menschen drunter. Ja, das sind Aufgeknüpfte, die er da hängen hat und Ja, das ist schon ein klares Statement auch fürs Weltbild, ne? Boah, ich hatte schon als junger Mann eine Wohnungseinrichtung, wo ich sage, Mensch, Philipp, oi, oi, oi,
ne, wasch dir mal das Maul und aus und halt mal den Kopf in eine Richtung, dass das Gehirn wieder zusammenläuft. Aber das ist schon sehr verstrahlt. Aber das Thema Waffen immer, besonders Neonazismus und Militarismus gehen halt Hand in Hand, das muss man dazu sagen, einfach weil es sehr rückwärtsgewandt ist, einfach auch auf die, ich sag mal so, wenig Pazifismus im Bereich des Rechtsextremismus unterwegs. Und immer die Glorifizierung der Wehrmacht, der Reichswehr, der Waffen-SS und so weiter. Dann gehört das Militärische mit dazu. Diese ganzen Serien, die man dann guckt, auch im Fernsehen, ja, immer Hitlers Blitzkrieg, Hitler hier, Hitler dort, ja, Kampf im Atlantik, Kampf um Afrika, was weiß ich alles. Und da ist einfach diese Faszination für Waffen bei ganz vielen Rechtsextremisten. Ich habe selten einen kennengelernt, der gesagt hat, okay, ich interessiere mich dafür so gut wie gar nicht. Ich weiß nicht, wie das so in deiner Gruppe war, aber ihr wart nicht waffenaffin, ne? Meins war es auch gar nicht. Ich habe da eine lustige Anekdote. Ich habe mal beim Ralf Tegetoff, der hat eine Kameradschaft geleitet im Rhein-Sieg-Kreis, und der war auch immer Reenactment, formal exerzieren. Der hat die Leute antreten lassen. Der war der fleischgewordene Kasernenhofton. Und einmal, als wir da zu Besuch waren beim Kameradschaftsabend, hat er auch vorher so ein Antreten veranstaltet und so ein formal exerzieren, weil wir waren ja politische Soldaten, die auch dann die soldatischen Traditionen hochhalten wollten. Und ich hatte da keinen Bock drauf und habe ihm dann gesagt, nee, mache ich nicht, ich bin dir gleichgestellt, du bist Kameradschaftsführer, ich bin Kameradschaftsführer, ich stelle das meinen Leuten frei, aber ich trete hier nicht vor dir an, weil du bist nicht mein Vorgesetzter. Hat er auch dann akzeptiert, also ich durfte mich dann neben ihn stellen und die anderen sind da schön im Kreis rumgelaufen und haben dann da ihren Marschtritt geübt. Ich fand das immer affig, ich fand das immer albern, weil ich immer dachte, Alter, wir sind keine Armee, wir wollen keine Armee aufbauen, wir sind politische Soldaten, aber für viele andere war das tatsächlich 1:1, ja. Ich war politischer Soldat, aber ich wollte auch dann am liebsten im Schützengraben liegen mit der MG und auf den Feind halten, ne. Das ist sicher kein Problem. Nötigenfalls knackt man irgendwo Polizeistation dann. Wenn die Gewalt dermaßen eskaliert ist, ist das auch schon wurscht, dann ist das auch egal. Amsterdam im Sommer 1990. Auf dem Weg zu einer Person, die vorher noch nie interviewt wurde. Der Mann arbeitet im Hintergrund, ein wichtiger Drahtzieher der Neonazi-Szene. Kühnen arrangiert das Treffen mit dem SS-Terrorexperten und Kriegsverbrecher. Gerrit Edwolsing ist der internationale Verbindungsmann. Was waren Ihre... Hey, da ist aber viel los. Axel, hier müsstest du einen Input geben, sage ich ganz ehrlich. Also Gerrit Edwolsing habe ich nicht mehr kennengelernt. Der ist auch kurz nach dieser Doku auch verstorben, glaube 91 oder 92. Der war in Holland, ein Alt-Nazi halt, der auch regelmäßig auf Veranstaltungen war. Wenn du gleich weiterlaufen lässt, sehen wir neben Kühnen auch einen blonden, etwas kräftigeren Typ sitzen. Das ist der Eite Hohmann, mit dem hatte ich sehr viel zu tun. Das war damals unter Kühnen der Bereichsleiter Niederlande der ANS und ein enger Parteigänger von Kühn, der hat später sehr viel in Holland gemacht, meines Wissens nach auch jetzt noch, und das war so mein Ansprechpartner, und der hat ab und an mal auch so ein paar Anekdoten dann vom Wolsing erzählt. Also soweit ich weiß, war der Wolsing wohl damals auch in Geheimdienstaktivitäten noch involviert, hat bei Gladio wohl eine Rolle gespielt. Aber was genau, da wurde nie so drüber geredet. Aber der war schon jemand, der eine Zeit lang in seinem Leben auch ziemlich gefährlich wohl war. Okay. Also sieht auf jeden Fall aus wie ein Irrer. Einfach mal von außen betrachtet. Schönsten Jahre im Leben. Am besten haben mir die Kriegsjahre gefallen, ja. Sie haben nach dem Krieg für die Alliierten gearbeitet. Mhm. Die waren doch eigentlich Feinde. Also, Ihre genaue Frage war entweder tot oder frei und ungefähr in dieselbe Richtung arbeiten. Gegen den Kommunismus? Ja. Was würden Sie getan haben als 21-Jähriger oder sowas, 22-Jähriger? Dann kann man doch besser arbeiten. Und dann konnte ich gleich meine NS-Arbeit auch fortsetzen. Aber ich habe es nie durcheinander geworfen und hatte damals auch nicht viel Anlass dazu. Ja, auch einfach viel hängen geblieben, ne? Also ist dann auch, wenn man sich immer schon darauf bezieht, schönste Erinnerungen sind die Kriegsjahre, ja, ne?
Das mit der Zusammenarbeit mit den Alliierten ist klar, da haben sich ganz viele angebiedert, ne? Das, der war tatsächlich Gladio-Agent, ja? Also er war Gladio-Agent und ich habe es eben nochmal nachgeguckt, ist 96 erst gestorben. Also 96 hat er das Zeitliche gesegnet, aber der ist damals echt immer auf vielen Veranstaltungen wohl noch dabei gewesen und war halt einer von denen, der die Staffelübergabe dann symbolisiert hat, ne? Party Officer. Party Officer mache ich in 2 Stunden. Ja, oh Gott, einen Lacher habe ich Axel heute auch mal bereitet. Dankeschön. Ja, ich weiß, irgendjemand hat mir auch mal einen Mitgliedsausweis. Einige waren da ganz scharf drauf, in den 90ern sowas zu haben. Das ist ich hatte auch einen, aber die hatten für die Deutschen so eine Version, die entnazifiziert war, dass man die so mit rumtragen konnte. Da stand halt dann AO drauf mit der Mitgliedsnummer in schwarz und weiß gehalten. Und was er da hat, das ist wohl für die amerikanischen eigentlich gewesen, dieser komplette Ausweis. Der ehemalige SS-Hauptsturmführer Wolsing verweigerte weitere Auskünfte. Auch über seine Rolle als internationaler Verbindungsoffizier für die NSDAP AO im Zentrum eines Netzwerks, das sich über England nach Amerika, Südafrika und Australien erstreckt und zurück nach Holland und Deutschland. Muss es auch sagen, dass viele der Alt-Nazis und viele der Altkämpfer haben sich dann auch wirklich nach dem Krieg vernetzt, ne? Wir haben gerade eine Auflistung der Länder bekommen, natürlich ganz stark. Südamerika ist ein Thema mal für sich, Axel, das wir mal aufgreifen könnten, ne? Mache ich mir hier mal eine kleine Notiz. Aber natürlich auch Südafrika, wissen wir auch historisch, was da passiert ist. Also viele Länder, die dann, wo man noch Unterschlupf bekommt, auch Spanien unter Franco, ja, haben wir auch bei Otto Ernst Rehmer im ersten Teil gesehen. Und die haben sich dann wirklich untereinander vernetzt, ne? Haben da wirklich versucht, dann auch Gelder zu akquirieren und so weiter, um dort dann auch politische Arbeit zu machen. Es gab ja die Stille Hilfe, aus der dann auch die HIAC hervorgegangen ist, die Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit. Das war so ein Knotenpunkt damals noch für alte SS- und Waffen-SS-Leute. Es gab ziemlich frühzeitig schon den Naumann-Kreis des ehemaligen Staatssekretärs von Goebbels, der mit verschiedenen S-Funktionären die FDP in Nordrhein-Westfalen unterwandert hatte, bis diese dann von den Alliierten ausgehoben worden sind. Also da gab es vielfältigste Bestrebungen auch von Alt-Nazis, dann sich zu vernetzen und eben ihre Gedanken gut auch weiterzutragen. Ne? Auch seine Arbeit für die Alliierten nach dem Krieg will er geheim halten. Da kann ich nicht drüber sprechen, das müssen Sie also für mich annehmen, das geht nicht. Also es ist so, dass Sie heute noch nicht über diese Aufträge sprechen können? Nein, das geht nicht. Warum nicht? Das müssen Sie doch verstehen, das läuft doch immer. Sie haben also bei den Brandenburgern Einsätze mitgemacht, die undercover abliefen, die unter anderen in fremder Uniform durchgeführt wurden, Spezialkommandos? Ja, meistens ja. Haben Sie auch Liquidationen durchgeführt? Das ist doch immer schwierig, darüber zu sprechen, weil das als Kriegsverbrechen gesehen wird. Ich will mich nicht entschuldigen, aber wenn ich es gemacht habe, dann war es um zu säubern, um deutsche Soldatenleben zu bewahren. Reden wir doch Tacheles, worum geht es hier, Partisanen zu töten, ne? An der Zivilbevölkerung vielleicht Racheakte zu nehmen, ne, die dann... Oder Menschen, die innerhalb der Armee Befehle nicht umsetzen wollten. Er sagt ja zu säubern. Säubern setzt ja auch voraus, dass er dann eigene Leute über die Klinge hat springen lassen, die nicht als linientreu oder als Verräter gebrandmarkt wurden. Ne? Um weiter Krieg zu führen. Die Leute, die diese Ausbildung mit euch betreiben, die müssen doch professionell in der Bundeswehr oder Bundesarmee sein. Stimmt das? Ja, richtig. Aufpassen, wie deine Wendung hier mit dir. Links! Aufpassen, ich bin links um. Links! Aufpassen, es hat Angst. Nur den Kopf wieder gerade drehen. Auf! Rechts!
Hättest du Hemmung? Ja, ich kann es immer wieder nur sagen, Axel, ja. ich habe meine Gefühle dazu gesagt, wenn du das siehst, wie empfindest du solche Szenen? Du standest ja noch mal weiter weg davon, also von diesem Militarismus. Ich fand es immer albern. Das war immer so ein bisschen so Armeespielen. Ich habe immer gesagt, Leute, das könnt ihr im Reenactment machen, dann trefft euch irgendwo und stellt eine Schlacht nach. Aber das hat mir für meinen, als Propagandist, für meinen alltäglichen politischen Kampf, wie ich ihn gesehen habe, null was gebracht. Das war für mich immer so vertane Zeit, ne? Gruselig, dass ich selber mal so rumgelaufen bin. Hemmungen auf einen Menschen zu schießen? Ich hätte auch Hemmungen, Schnupfen zu bekommen, und habe Hemmungen, Schnupfen zu bekommen. Und wenn die Schnupfenzeit kommt, nehme ich Vitamin C. Das ist also eine ganz. Ich kann Hemmungen haben und brauche deswegen an der Realität nicht vorbeigehen. Schon ein krasser Vergleich, ne? Ist ja wieder so unweigerlich. Also, ob ich Schnupfen bekomme oder nicht, kann ich nicht beeinflussen. Das passiert. Ja, eine Erkrankung, aber ob ich anlege und jemanden erschieße, das ist schon meine eigene Entscheidung. Ne? Weil der Krieg findet statt, ob ich ihn will oder nicht will. Nur wann es ihn gibt, dann will ich ihn gewinnen. Soldaten, die unsere Demokratien verteidigen sollen, bilden Neonazis aus, mit dem Ziel, eben diese Demokratien zu zerstören. Man wird sich langsam der Gefahr bewusst. Bereits 1986 verabschiedete das Europäische Parlament eine Erklärung gegen Rassismus und Faschismus in Europa. Haben Sie ein oder mehrere Mitglieder in respektierten, sogenannten respektierten Parteien? Oh ja, bestimmt. Haben Sie jemanden im Europaparlament sitzen? Ich will nicht so definitiv ausdrücken in diesem Bereich, dann natürlich würde man sagen, naja, wenn er einer hat, ist es bestimmt nicht einer, der ganz links sind. Man würde sagen, wer ist am rechtigsten im Parlament, dann sagen, na, der ist der Mann. Ich frage jetzt einfach mal, gibt es jemanden im Europaparlament, der zu Ihrer Organisation gehört hat? Kein Kommentar. Boah, ist aber auch schlecht verkauft, ne? Ist dann aber auch immer wieder die eigene Wichtigkeit auch hochheben, ne? Wenn Journalisten sowas fragen, na klar haben wir das, na klar haben wir Führungspersönlichkeiten und so weiter. Ich muss mal sagen, die NSDAPAO war schon was sehr Spezielles auch, ne? Ah, natürlich, klar, ne? Aber es war ja auch der Grundsatz der NSDAPAO, das Zellensystem, dass keiner weiß, wer Mitglied ist. Das hat er jetzt natürlich auch verkauft, er deutet was an, aber kann nicht konkret werden. Weil sonst würde er sein gesamtes Organisationskonzept hier quasi ad absurdum führen. Ne? Lauck deutet an, dass seine Verbindungen bis in höchste politische Institutionen reichen. Ein Tipp führte mich zum Europäischen Parlament in Straßburg. Dort sitzt ein Abgeordneter, der kein Fremder in rechtsextremen Kreisen ist. Er ist heute auch führend in einer deutschen Liga für Volk und Heimat tätig. Mich interessierten seine Aktivitäten von früher, bevor er 1989 seine Parlamentskarriere begann. Es gibt eine Organisation, die heißt NSDAPAO. Ja, davon habe ich schon gehört. Ja. Wer ist Harald Neubauer? Kein Kommentar. Wer ist Gary Lauck? Es ist ein Neonazi aus den USA, der auch in Deutschland ja teilweise durch die Zeitungen geisterte. Den bewerte ich genauso, vielleicht noch schlimmer als Michael Kühnen. Harald Neubauer. Muss immer auch dazu sagen, vielleicht wer das jetzt hier guckt, nicht alle anderen Livestreams geguckt hat, dann erstmal Schande über euch, ja. Harald Neubauer hatten wir jetzt auch schon mehrmals erwähnt, der trotzdem nach vorne immer sich doch sehr bieder gegeben hat, eher konservativ, ja, oder konservativ rechts, ne? Aber dann haben wir doch immer wieder Äußerungen und ja, doch Strukturen und Überlappungen gesehen mit Menschen, die sich dann doch offen zum Neonazismus bekennen, oder? Also ja, schon jemand, wo man sich vorstellen könnte, zumindest, dass die schon mal vielleicht irgendwie Kontakt gehabt haben. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber er tut dir dann doch sehr distanziert, ne? Gut, es gab ja hier dann später Fotos, das war dann ein, zwei Jahre später, wo mit Heinz Reiß, das war auch ein enger Mitstreiter Kühns, bekennender Neonazi, bekannter Neonazi-Führer, auf einer gemeinsamen Veranstaltung gesprochen hat, mit ihm im vertrauten Gespräch am Rednerpult zu sehen ist und darauf angesprochen, ja, da haben Leute vor mir gesprochen, als ich kam, ich weiß gar nicht, wer das war und kenne die alle nicht und mein Name ist Hase, ich weiß von nix, ne? Und zur damaligen Zeit
waren solche Namen einfach bekannt. Ja? Also wenn man da mit jemandem saß wie Friedhelm Busse oder Heinz Reiß oder Kühnen, dann wusste man, wer das ist und konnte nicht sagen, so, oh, keine Ahnung, ich weiß von nichts. Ne? Okay. Bauer war Anfang bis Mitte der 70er Jahre ein Funktionär der NSDAPAO in Norddeutschland und meines Wissens etwas Gaukassenwart in Schleswig-Holstein. Tja, das ist dann auch immer so untereinander, wenn der eine das leugnet, ja, der andere ist dann beleidigt, weil er nicht zur Sache steht. Ja, im Hinterzimmer sagst du mal, du bist Nationalsozialist und wir müssen Deutschland durch Bürgerkrieg, Umsturz oder sonst was. Und dann auf einmal sitzen sie im Europaparlament und sagen, nee, das mit der Demokratie und ich bin ja jetzt doch eher republikanisch unterwegs oder sonst irgendwas, ist dann schon immer alles schwierig, ne? Und dann kommen halt die alten Kameraden, die dann doch aufeinander rumhacken, ne? Und sagen, Mensch, aber da hast du deinen alten Hitlergruß hast jetzt hier vergessen, den du mit uns gemacht hast, oder deinen Mitgliedsausweis von der NSDAPAO. Heißt natürlich auch dann vor allem mal zum einen die Enttäuschung, dass da nicht mehr Unterstützung kommt. Ne? Ich meine, der Neubauer hat ja gut abkassiert als Europaabgeordneter. Und dann sagen die Leute auch, ja, wir sind immer noch dieselben armen Schweine, wie du auch eins warst. Und wir haben dir damals geholfen, bleib jetzt deine Hilfe. Da kommt natürlich dann die Animosität auch hoch. Ne? Man muss es sagen, hier wird gerade nochmal gefragt, NSDAPAO heißt ja, also Nationalsozialistische und Deutsche Aufbauorganisation. Es gab historisch schon eine Auslandsorganisation der NSDAP, die auslandsdeutschen Parteimitglieder umfassen sollte. Und der Gerhard Lauck hat das dann eben als AO, weil sie den Sitz in den USA hatte, gegründet, aber auch als Aufbauorganisation bezeichnet, weil das Ziel war, eine neue NSDAP als Wahlpartei in Deutschland zuzulassen. 1972, da war ich also 21 Jahre alt. Das ist also noch vor meiner Zeit. Der Harald Neubauer soll angeblich Mitglied in Ihrer Organisation gewesen sein. Ich habe schon erklärt, kein Kommentar. Kennen Sie Harald Neubauer? Kein Kommentar. Also jetzt möchte ich mich da mal einschalten in diese ganze Geschichte. Ich weiß, dass Neubauer Mitglied ist und das ist nicht aus der Luft gegriffen. Ich habe es mit eigenen... Wow, da muss er schlucken. Das ist echt so ein Bild, sowas so. Wow, was für eine Gesichtsentgleisung. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. In den Augen gesehen und möchte ich mich da mal einschalten in diese ganze Geschichte. Ich weiß, dass Neubauer Mitglied ist und das ist nicht aus der Luft gegriffen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und ich habe es von zwei Kameraden bestätigt bekommen, mit denen ich zusammengearbeitet habe und mit denen auch Neubauer zusammengearbeitet hat zu seiner Zeit. Warum sollte ich mich als Neonazi bezeichnen lassen? Da müsste ich ja irgendetwas Narzisstisches getan haben. Und ich habe nie etwas Narzisstisches getan und ich habe auch nicht die Absicht, etwas Ähnliches zu tun. Man muss sich das so vorstellen, dass es Einzelzellen gibt und gab, die völlig unabhängig arbeiteten und dass es ein Geflecht von losen Kontakten gegeben hat, die eben auch auf GAU-Ebene, das entspricht etwa den Bundesländern, in der heutigen Gliederung arbeiten und auf dieser Ebene, das heißt nicht der lokalen, sondern der regionalen Ebene, hat sich diese Tätigkeit abgespielt. Das war gut abgesprochen zwischen denen, also das ist, ne, das läuft, ja, oder? Ich wollte gerade sagen, aber letztlich, was wollte der Lauck jetzt auch sagen? Halt die Klappe oder sagt das jetzt nicht? Und Kühn hat natürlich ja vorher schon ausgesagt, der steht ja auch dann dazu, dass er den Neubauer da vorführen wollte, ne? Der Michael Kühnen hat erzählt, er habe ihnen Saalschutz gestellt. Also das halte ich für eine völlige Verrücktheit. Also ich halte es auch für unmöglich, dass Herr Kühnen das gesagt hat. Und wenn er das gesagt hat, dann ist er entweder verrückt oder ein Lügner. Wir haben 1977 oder 78 eine DVU-Kundgebung gehabt mit Oberst Rudel. Daraufhin hat sich Neubauer mit diesem ehemaligen AO-Kameraden in Verbindung gesetzt. Das war der persönliche Kontakt, als es um Saalschutzaufgaben ging, als er uns brauchte und er wusste genau, wer wir waren und ist mit diesem Kameraden zu uns allen gekommen und zu mir gekommen und hat gefragt, seid ihr bereit, Saalschutz zu machen? Wir haben jetzt dieses und jenes vor. Ja, da haut jemand raus. Das ist, aber wenn man auch die heutige rechtsextreme Szene jemandem erklären möchte und genauso wie damals, 90er oder 70er, wo wir jetzt hin zurückgehen, ist es hier mit Persönlichkeiten, mit Befindlichkeiten, der gegen den, der mit dem, der hat über mich das gesagt, der war da Mitglied, ist dann da wieder hingewechselt und so weiter. Da hat es gar keine Weiterentwicklung gegeben.
Das war auch im historischen Nationalsozialismus so. Ja, Hitler hat seine Macht zum Großteil ja daraus gezogen, dass er über den Dingen stand und diese Grabenkämpfe, diese persönlichen Animositäten bei seinen Untergebenen befeuert und gefördert hat, damit niemand ihm Konkurrenz macht, damit es da keine Einheitsfront gab und jemand zu mächtig geworden wäre. Ja, und damals gab es halt noch dann ihn als großen Überbau, den Führer, der das letzte Wort zu sprechen hat. Das gibt es jetzt zum Glück nicht in der rechtsextremen Szene, aber letztlich ist das damals wie heute Game of Thrones auf Wisch bestellt, wie ich immer sage. Ne? Herbst 1990. Irak hat Kuwait besetzt, Amerika sendet Truppen nach Saudi-Arabien. Die Welt hält den Atem an. Da wurde ein Vorhaben arrangiert, das auch für Südafrika und Kroatien so aussehen könnte. Der Entwurf für einen Vertrag zwischen der Republik Irak und den Neonazis. Eine Söldnertruppe soll sich an einem Ort in Europa einfinden, zwecks Weitertransport in den Irak. 100 Freiwillige sollen den Irak im Kampf gegen die, Zitat, zionistische und US-imperialistische Aggression unterstützen. Jetzt kommt bei mir was zum Vorschein, jetzt wird's richtig gruselig. Es ist auch heute, Axel, auch irgendein Depp hat ja auch gerade geschrieben bei uns im Chat oder vorhin irgendwann, ja, es ist auch schon ein deutscher Rechtsextremist oder drei Rechtsextremisten in die Ukraine ausgereist zum Kämpfen. Meine Güte, das ist so, diese Wichtigkeit auch ist, sich vorzustellen, dass selbst wenn 100 Rechtsextremisten sich zusammenfinden und selbst wenn sie gedient hätten und ausgebildet wären und sonst was, würden hier einen Schiss ausmachen. Ja. Letztlich ist es ja ein reines Propagandavehikel. Ja, die Leute wollen dadurch Aufmerksamkeit generieren. Sie wollen sich damit dann selber auch darstellen können, als wir waren Frontkämpfer, wir haben auch als Männer der Tat etwas geleistet. Das hat vor allem einen Binneneffekt und als Außeneffekt den Propagandaeffekt, der dadurch eben dann inszeniert werden sollte. Ja. Mit dem Irak die Welt aufteilen, ja. Ja, man muss dazu sagen, wir haben ja Kühn jetzt hier gesehen, war da schon schwer von seiner Krankheit gezeichnet. Er war ja HIV erkrankt, ist ja 91 auch dann ganz elendig verreckt. Und ich habe mir erzählen lassen von ehemaligen Mitstreitern, dass es vielleicht so sein Plan gewesen war, als offiziell in die irakischen Streitkräfte aufgenommener Kommandeur so eine Art Heldentod zu finden. Ja, dass die Leute nicht mitkriegen, der ist jetzt an HIV verreckt, sondern oh, der Kühn, der hat nicht nur geredet, der ist dann auch dahin. Und hat da den Soldatentod, den Ehrentod gefunden. Das wäre so ein Plan gewesen, wo er dann vielleicht noch irgendwie ein besseres Ende gefunden hätte, als das rauskommt, dass er die ganze Zeit seine eigenen Kameraden auch belogen hatte, dass er eben HIV-krank war und daran dann elendig gestorben ist. Ne? 100 weitere kommen aus den Vereinigten Staaten und England. Die Verbindungsleute Gary Lauck in Nebraska und Gerrit Wolsing in Amsterdam. Beweis für Kontakte in Skandinavien, der Sammlungsort für den Weitertransport, Kopenhagen oder Stockholm. I want to be a dangerous person. Are you a criminal? Never. Have you ever broken a law? Never. Have you ever been convicted of a crime? Never. Have you ever been in jail? Yes. For what? For Beleidigung des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Because I said, wir leben in einem Terror- und Unrechtssystem von Besatzers Gnaden. And I published this in a text, in an article, in a leaflet, which was handled out on a national meeting, and the national people went to the police to bring me on trial, and I was convicted for 10 days in youth prison. How old were you then? 17. And you are on trial now, is that right? I am on trial now. For what? For conspiracy, an American would say, for trying, it is called in German, Verstoß gegen das Vereinigungsverbot. They say that we tried to rebuild the forbidden INS, which is very funny because the thing we missed now in the conversation before was that in 1986, Kühnen and I went different ways because Kühnen was fighting for things I could not support. Like what? Well, he tried to make a so-called special line in the fight, a revolutionary line, Ernst Röhm, Strasser and so on, which was not my line. Ja, und da geht man dann auch nicht auseinander und sagt, wir sind trotzdem noch ein Team, ne? Also hat sich später dann entspannt. Wir haben ja gesehen, bei der Konferenz in München, Kühn ja von ihm dann begrüßt, Worch und andere haben da eine führende Rolle gespielt. Das ist so das alte Motto, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ne?
Also einen Tag ist man Spinnefeind, einen Tag später liegt man sich dann wieder weinend in den Armen und übermorgen ist dann wieder der nächste Streit da. Das ist in der Szene so allgegenwärtig. Also da kannst du nie auf etwas setzen, was Bestand hat, weil die Leute so eben dann ein gieriger Haufen sind, um jetzt mal einen AfD-Spruch vom Gauland zu gebrauchen, dass man nie voraussehen kann, wer mit wem und wer morgen gegen wen. Ne? Aber auch nicht eine absonderlich sympathische Ausstrahlung hier, ne? Heinrich, er hat ja gern diesen arroganten raushängen lassen, diesen Nazi-Juppie, als der gehandelt wurde. Und wenn schon jemand sich hinsetzt und sagt, ja, ich möchte gefährlich sein, ist ja schon eigentlich ein PR-Offenbarungseid. Ne? Also dann wird jeder nur sehen von wegen, oh mein Gott, was ist das für ein Knilch, ne? Aber er hat damit bei einigen Leuten Klientel Erfolg gehabt. Der war so eine Art Sektenguru. Der hat die so vereinnahmt, dass sie die ganze Kohle ihm gegeben haben, dass die nur für ihn gesprungen sind. Und das wollten viele Leute in der Szene auch, die A, selber Führer sein wollten. Und es gab dann welche, das wirst du auch kennen, die einen starken Mann haben wollten, die jemanden nachfolgen wollten, die jemanden auch dann hier, der ist jetzt mein Führer und für den gebe ich jetzt mein letztes Hemd haben wollten. Ne? What was your line? My line was that I was very Hitleristic and I said everything Hitler did was correct. And he said, Hitler made mistakes. Das muss man sich auch vorstellen. Ne? Wir reden jetzt über 1990. Ne? Also eine Diskussion zwischen Neonazis. Der eine sagt, alles, was Hitler gemacht hat, das kann man sich ja nicht. Also so verblendet war ich ja nicht mal als junger Mann. Ja? Ich war ja immer Kühn-Anhänger und ich fand an Kühn auch gerade deswegen gut. Der hat halt Fehler eingeräumt. Das konnte man in der Diskussion dann auch immer gut verkaufen, dass man sagte, ja, klar hat Hitler Fehler gemacht, aber Hitler war halt auch nur ein Mensch, er war halt auch nur ein Diener der Idee. Während für solche Leute wie Althans und andere, die ich kennengelernt habe, Hitler identisch war. Also Hitler und Nationalsozialismus, das war dann egal, was er gesagt, gemacht, getan hat, alles war gut, alles war richtig, alles war perfekt. Und das war selbst mir damals als fanatischem Neonazi zu blöd und war auch schwerer zu verkaufen. Das war dann so eine quasi Religiosität, die dann irgendwie da Einzug gehalten hat in den Köpfen. Aber das musst du ja auch erstmal in die Kamera sagen. Ich war jemanden, der alles, was Hitler gemacht hat, Verfechter davon. Also es kommt jetzt noch ein Zitat von ihm, also das ist dann richtig cringe, also es wird noch schlimmer. Ne? Was Hitler perfect? Compared to whatever in human beings existed on the world, for me he was the most perfect person. Hinter diesem Führungsfahrzeug auf und marschieren dann auf Befehl der Veranstaltungsleitung los. Christian Borch kommandiert eine Demonstration, Wunsiedel, Bayern. Alljährlicher Aufmarsch der Neonazis aus ganz Europa am Todestag von Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess. Ja, auch das Thema hatten wir schon mehrmals aufgegriffen. Ne? Rudolf Hess brauchen wir nichts machen, war auch jemand, dem ich so hinterhergeeifert bin. Ja, Friedensflieger und so weiter. Ist ja dann nach Schottland geflogen, ne? Angeblich ohne die Absprache Hitlers, ist dort mit dem Fallschirm abgesprungen, ne? Wurde dann aber auch sofort inhaftiert, hat Churchill nie getroffen, hat so eine Art Heldenverehrung bekommen, sehr viele Lieder auch über ihn gesungen, hat so eine Heldenverehrung bekommen, weil er ja eigentlich den Frieden bringen wollte, diese German-British Friendship und so. Diese Legende, die auch völlig die Realität eben ausgeblendet hat, das war ein Alleingang von ihm. Er hatte keine Legitimation, er hatte keinen Plan. Er dachte dann, ja, er als Stellvertreter in der Partei Hitlers bringt jetzt den Frieden und könnte damit auch sein angeschlagenes Bild in Deutschland, da war er also ziemlich unbedeutend zu der Zeit, weil Martin Bormann ihm den Rang abgelaufen hat, wiederherstellen. Das wurde von der Szene dann natürlich so dargestellt, der hatte einen Plan von Hitler als einer seiner längsten Vertrauten, er sollte den Frieden stiften, das zeigt ja, dass Hitler keinen Krieg wollte, aber die wollten den Krieg, da haben ja viele Dinge wieder aneinander gegriffen halt. Ne? Nur was in dem Zusammenhang jetzt auch interessant ist, wir sehen hier ein Bild, der etwas ältere Herr, der Grauhaarige,
ist Bert Eriksson vom VMO, das war der Vlaamse Militante Orden, eine Gruppierung. Also wir sehen, dass hier schon bei einer der ersten Aufmärsche, die von Kühn damals inszeniert worden sind, wo er auch begriffen hat, dass das auf die gesamte Szene ausstrahlt, war schon internationale Beteiligung da. Ja? Der Skinhead, der eben da lag, der verletzt war, der war Brite. Also das hatte damals schon wirklich eine Anziehungskraft auch auf außereuropäische Strukturen, ne? Was ich schon bemerkenswert finde. Ne? Weil damals Hess nach dem Tod eigentlich keine große Rolle hätte spielen sollen. Und da war diese Propaganda dann so intensiv, dass man ihn als Friedensbringer, als Friedensstifter verkauft hat und da wirklich Leute aus anderen europäischen Ländern schon gekommen sind, um da mitzumarschieren. Ne? ...1990 treten West- und Ostnazis zum ersten Mal gemeinsam auf. Ein lang erwarteter Moment. Das Ergebnis eifriger Bemühungen und eines Geheimplans. Arbeitsplan Ost. Verfasst im Januar 1990, Entwurf für Nazi-Expansion in Ostdeutschland. Anweisungen für das legale Erscheinungsbild krimineller Nazi-Gruppen und die radikale Rechte ist zu vereinen. Drei Monate später in München. Kommt man noch an so ein Blatt ran, Axel? Ich hatte es mal, aber ich hatte mal eine Gesamtausgabe auch von der Neuen Front, auch mit internen Schriften, aber ist alles verloren gegangen. Das ist mir dann irgendwann mal geklaut worden, wo ich in Haft war damals. Und es gibt bestimmt zwei, drei Leute, die es noch irgendwo rumliegen haben, aber ob man da noch rankommt, also wer es vielleicht haben könnte, wer ein umfangreiches Archiv hat, ist mein Freund, der Rainer Fromm. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der Rechtsextremismus-Experte, Filmemacher. Den könnte ich mal fragen. Also das könnte sein, dass der das irgendwann noch rumfliegen hat. Ja, das wäre ja mal was, um das zu beleuchten. Steht auf und werde mutig und setzt eine mutige Tat. Steht auf und wir lassen uns die Lüge nicht mehr gefallen. Wir wollen die Wahrheit, denn die Wahrheit hat uns. Ach, Axel, wie oft haben wir schon die Wahrheit gehört? Wie oft? Ich weiß nicht, was. Ich kann, also die Wahrheit kann ich schon nicht mehr hören. Und frei, und wir werden frei sein. Und es sind so hoch emotional aufgeladene Wörter ja auch, die auch bei allen Extremisten funktionieren und in allen Bereichen. Und man kann es ja nicht mehr hören, ne? Die aber auch völlig substanzlos sind. Ja? Es wird ja auch immer von Freiheit gesprochen: Freiheit, Freiheit, Freiheit. Nur welche Freiheit ist damit gemeint? Es ist nur die Freiheit, den inneren Schweinehund rauslassen zu können, um gegen alle anderen durchzudrücken, was man selber für gut und richtig findet. Und mit der Freiheit der anderen ist es dann nicht weit her. Ne? Und das sind dann immer so Begriffe oder auch die Wahrheit. Ja, die Wahrheit ist nur das, wie ich es in meinem Tunnelblick sehe. Und alles andere ist dann Lüge und muss ausgemerzt und unterdrückt und mit Gewalt verhindert werden. Das ist ja immer schon sehr bezeichnend, dass eben solche positiven Begriffe dann eigentlich ihres tatsächlichen Inhalts entkleidet ins Feld geführt werden, um sich irgendwie dann emotionalisieren, stark darzustellen selber. Ne? Ja. Die Frau da so, dann nimmst du den Arm jetzt runter. Mensch. Oh. Aber wie er guckt da wirklich aus, so weißt du, so, Mensch, die Alte wieder, ne? Aber Axel, wir müssen sagen, genau so passiert das auch heute noch. Wenn Rechtsextremisten aufeinanderfallen, sie fühlen sich sicher in ihrer, in ihrem Feld, wo sie meinen, sie werden nicht gefilmt. Wir haben jetzt wieder Konzertaufnahmen ja auch gesehen und so weiter und Treffen. Und dann kommt das einfach durch, ne? Dann ist es so, oh, ich sehe da zwei andere machen es und jetzt sind wir radikal eingestimmt. Es geht um die Wahrheit und Freiheit und Deutschland und wir sind die Anständigen und die Zionisten und die USA und die Alliierten und was da alles durchkommt, dann geht es jetzt und jetzt Hitler und wir bräuchten mal wieder einen kleinen Führer und dann kommt der Arm hoch, ne? Und das sind Dinge, die bei ganz vielen passieren, wenn du da rumhängst. Ja, also es ist auch eine klassische Gruppendynamik, dass man dann da auch mitmacht, ne? Ja, klar. Hände in die Taschen jetzt. Besser ist.
Zug ist dann hier runtergegangen. Gehen Sie bitte freiwillig mit, oder müssen Sie wieder gehen? Freiwillig mit, aber gehen Sie bitte zum Auto hin? Wie können Sie den Mann festnehmen? Sie mit? Also, der bekannteste Historiker der Welt, den nehmen Sie fest? Der bekannteste Historiker der Welt. War Thomas Wolff übrigens, Otto, ne? Ja. Warum? Da haben sie aber ihren berühmtesten Historiker der Welt, haben sie aber gut verteidigt dann, ne? Aber sie wollten ja auch so eine Märtyrergeschichte wieder. Es passt ja ins Narrativ. Wir verbreiten hier die Wahrheit, wir wollen die Wahrheit auf die Straße tragen und das System schlägt zu, um die Verbreitung der Wahrheit zu verhindern. Und der arme David Irving wurde jetzt inhaftiert und festgenommen. Und das ist ja wichtig für so eine Märtyrerbildung, ja? Weil jede Gegenaktion des Staates wird ja immer als Bestätigung der eigenen Wahrhaftigkeit betrachtet von den Leuten. Wird der Holocaust geleugnet? Im Grunde sind viele Nazis stolz auf die perfekte Massenvernichtung. Eine historische Tatsache. Und es gibt Zeugen. Zum Beispiel Dr. Münch, SS-Arzt in Auschwitz. Er war zuständig für die Seuchenbekämpfung im Lager. Gegen den Willen seiner Familie hat er dem zweiten schwedischen Fernsehen dieses Interview gegeben. Wie wissen Sie, dass diese Vernichtung durch Gas dort wirklich geschehen ist? Ja, also wenn man in meinem Metier, also sich um die hygienischen Verhältnisse des Lagers zu kümmern und die Seuchen aufzuspüren und so weiter, das Lager durch das Lager gehen muss, war es ja unmöglich, daran nicht das nicht zu sehen und daran vorbeizukommen. Man sprach ja ganz unter der SS ganz offen darüber. Da war gar kein Zweifel, dass da vergast wurde, nicht wahr? Waren Ärzte dabei, wie vergast wurde? Die mussten dabei sein, nicht wahr? Die mussten also nach einem genauen Reglement, musste bei, so wie, ich kann nur das Beispiel brauchen, wie bei jeder normalen, in zivilisierten Staaten, bei jeder normalen Einzelexekution, die ihre lege Art ist und aus juristischen Gründen vorgenommen wird, muss ein Arzt dabei sein, nicht wahr? Genauso in diesem Stile war also es auch militärischer Befehl, dass bei der Vernichtung von Menschen durch Gas, eben in Auschwitz, dass da mindestens ein Arzt dabei war. Tja, muss man dann auch mal so sagen, wie wird das dann aufgenommen, ist gekauft, der war gar nicht dabei, richtig? Das ist ein Nestbeschmutzer gekauft oder bezahlt oder Lügner oder... Wenn man es nicht glauben will, glaubt man es nicht. Ne? Man konnte ja noch so viele Beweise uns vorlegen, das haben wir alles mal vom Tisch gewischt und alles Feindpropaganda. Und wenn das nicht hilft, wird es eben darauf zurückgezogen, dass man sagt, ja, warum dürfen unsere Forschungsergebnisse nicht diskutiert werden? Warum werden die kriminalisiert? Warum darf man keine offene Diskussion darüber führen? Das war dann dieses Zurückretten, dass man dann immer sagte, ja, wenn das alles so klar ist, wie die behaupten, warum dürfen wir nicht drüber reden? Ne, das war dann so der Bunker, den man hatte, wo man sich dann verschanzen konnte und sagte, ach, ich brauche mit euch gar nicht diskutieren, hört mir auf mit euren Beweisen, das darf ja eh nicht in Frage gestellt werden. Ne? I said... There are people saying the Holocaust does not exist. And I want to have the right of freedom of speech to discuss this open. I don't want to have a law like we have it in Germany to get in prison because I don't know what happened in the gas chambers because I couldn't live there because I'm too young. Ja, auch typische Argumentation, ne, ist immer auch, ich war ja nicht dabei, ich möchte ja darüber sprechen können, hier haben Axel und ich eine sehr unterschiedliche Auffassung drüber, ich bin weiterhin dafür, dass auch die Leugnung des Holocaust unter Strafe steht. Du siehst das ja nicht so, ne? Du sagst... Es macht diese Leute nur wichtiger und stärker und verleiht ihren Pseudo-Argumenten mehr Gewicht, wenn sie, wie er, sich hier hinstellen können und sagen können, ja, wenn das alles so klar ist, warum darf da keine Fragen gestellt werden? Das halte ich für fatal, weil es ist ja Fakt. Der Holocaust ist so durchbewiesen und so unstrittig und so unzweifelhaft, ja, dass es völliger Blödsinn ist, irgendwie zu sagen, und dann soll man die lieber in der Diskussion auseinandernehmen und ihnen diesen Märtyrerstatus nehmen, den sie nicht verdient haben. Ist ein schöner Gedanke. Wir haben aber auch gedacht, Corona ist erwiesen und Impfung und sonst was. Und wir haben trotzdem Millionen Leute,
die das dann trotzdem nicht glauben. Und ich würde mir einfach Sorgen machen, dass es nachher eine millionenfache Bewegung gibt, die sagt, nein, Deutschland hat keine Schuld auf sich geladen. Ich weiß es nicht. Ich bin da aber offen für eine Diskussion, Axel. Ja, also da. Also ich vertraue da schon auf die Menschen. Ich vertraue da auch tatsächlich auf den gesunden Menschenverstand, auch wenn man immer ein paar Irrläufer hat, weil auch die ganzen Schwurbler, die wir haben, ja, auch das ist eine kleine Minorität, die nur sehr lautstark ist, ja, denen eine Wichtigkeit verliehen wird, die sie gar nicht verdienen, die sie gar nicht haben. Und was wir tun müssen, ist nicht wirklich dann das Verbotszepter zu schwingen, sondern die Leute aufzurufen und zu sagen, Jungs, stellt euch hin, die Mitte muss mehr den Mund aufmachen, wir müssen mehr für unsere Werte einstehen, wir müssen eine wehrhafte Demokratie sein, wir müssen uns verteidigen, wir müssen klar sagen, was Sache ist, anstatt einfach zu sagen, wir breiten den Deckel drüber auf, weil das verhindert ja nichts. Holocaust-Leugnung findet überall statt. Wenn zu viele Thesen da in die Welt hinausgesetzt wird, jeder dumme Sender findet auch seine Empfänger. Da würde ich mir einfach Sorgen machen, dass es da zu viel geben würde. Und du sagst, du appellierst da an die Vernunft des Menschen oder glaubst an die Vernunft des Menschen. Ich finde Vernunft und Mensch in einem Satz finde ich schon immer sehr schwer. Eine sehr autoritäre, sehr, sag ich mal, rechtskonservative Einstellung. Ja, nach dem Motto, die Menschen sind dazu nicht befähigt und ich selektiere jetzt, was die hören dürfen und was nicht. Da bin ich als Liberaler kein Freund von, weil Freiheit muss gelten und Freiheit muss auch dann gelten, gerade dann, wenn sie wehtut. Ja, ja ich verstehe das Argument, ich kann dem mitgehen, aber es ist halt auch bei den vielen, mit denen ich zu tun habe, die dann sich geschichtlich so gar nicht dafür interessieren, politisch nicht interessiert sind, bei wirklich, was ich heute sehe, bei heutigen Jugendlichen teilweise, bei denen ich bin, würde ich mir halt einfach nur Sorgen machen, was dieses Thema angeht, dass das nicht gut genug aufgearbeitet wird, weil Schule da auch Missstände aufweist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber da müssen die Missstände behoben werden, da muss aufgeklärt werden. Da muss dafür gesorgt werden, das meine ich ja damit. Es kann nicht immer nur sein, dass mit dem Finger auf Institutionen gezeigt wird, weil das geht uns ja alle an. Wir alle sollten ja eine Verpflichtung haben, eben dann dieses Schrecken, dieses Gräuel aufzuarbeiten und auch den Leuten mittelbar zu machen und zu sagen, Jungs, was da passiert ist, das ist kein Hollywood-Film, das war hier in Deutschland an der Tagesordnung. Wenn wir nicht aufpassen, kann es irgendwann wieder so weit kommen, wenn wir nicht die Lehren aus der Geschichte ziehen. Ja? Und das ist ja unsere Aufgabe. Das müssen wir mit unseren Kindern, unseren Bekannten, unseren Freunden machen. Das sage ich ja auch immer, wenn ich Vorträge gebe, wenn irgendjemand aufsteht und irgendeine Scheiße erzählt, sitzt da nicht und halte die Klappe, sondern steht auf und sagt, Alter, was laberst du denn da? Ruhe jetzt, ne? Das geht gar nicht. Und das ist ja unsere eigene Verpflichtung als Individuum, als Bürger, als Demokraten, als Antifaschisten das zu tun. Und das ist nicht die Aufgabe des Staates, weil der Staat selber kann da mithelfen, ja, kann uns engagieren, um mal Vorträge an Schulen zu geben. Aber die Basisarbeit, die findet ja in der Gesellschaft tagtäglich statt. Wenn Antisemitismus, wenn Rassenhass, wenn derartige autoritäre Gedankengänge auftauchen. Ne? Auschwitz must fall because before the man can accept what we want. The people all say, hey, this guy Altans, he's a nice guy. But Auschwitz, this is the problem. Darum also der Revisionismus, das Umlügen der Geschichte. Sie wollen an die Macht wie Hitler mit Unterstützung großer Teile der Bevölkerung. Doch anders als Hitler haben sie die Geschichte gegen sich. Der Nationalsozialismus hat den Makel der Schuld am Holocaust, dem größten Verbrechen der Menschheit. Dieser Makel bewirkt, dass für den Normalbürger die Annäherung an die Verfechter eben dieses Nationalsozialismus praktisch tabu ist. Revisionisten. So nennen sich die selbsternannten Historiker, Forscher und Sachverständigen. Ihr Ziel ist, das Dritte Reich von Schuld freizuwaschen, um damit ein Viertes zu ermöglichen. Sie arbeiten zusammen mit gleichgesinnten Zeitzeugen. Der wichtigste für sie ist Thies Christoffersen, der Verfasser der Auschwitz-Lüge. Er war SS-Sonderführer in Auschwitz. Heute lebt er in Dänemark. In Deutschland wird er mit Haftbefehl gesucht. Er hat gute Verbindungen zu den Revisionisten und der NSDAP AO. Thies Christoffersen erklärt nun den wahren Grund
für seine Auschwitz-Lüge. Hat es Vergasungen gegeben oder hat es keine Vergasungen gegeben? Über Vergasung habe ich in meinem Bericht nichts geschrieben. In seinem Bericht erscheint Auschwitz mehr wie ein Erholungsheim als ein Vernichtungslager. Muss man jemand auch sagen, dessen Name geisterte ja schon immer im Rechtsextremismus umher, ne? Muss man aber auch sagen, Ende der 90er, Anfang der 2000er war sein Name auch schon kein Thema mehr, ne? Eigentlich auch vergessen worden dann. Also er hat ja sehr viel Unheil und Schaden damit angerichtet, dass er einer der vermeintlichen greifbaren Zeugen war, die dann eine Reinwaschung betrieben haben und sagten von wegen, ach ja, war alles ganz toll und nichts passiert und da habe ich nichts drüber geschrieben. Der ist ja dann von allen Leuten dann immer als, von den Revisionisten dann als Generalzeuge dann vorgeführt worden. Ne? Und das hat eine Menge Schaden angerichtet, aber letztlich, kein Mensch weiß heute mehr, wer Thies Christoffersen ist. Geh mal zu irgendwelchen jungen Aktivisten vom Dritten Weg oder der Rechten, die auf einer Demo mitmarschieren und frag mal, wer war Thies Christoffersen? Die gucken dich mit Riesenaugen an und, hä? Klingt ausländisch, mag ich nicht. Ne? Also, hat ja auch nichts gebracht, was er da tatsächlich dann persönlich da versucht hat zu erreichen. Ne? Was halten Sie von David Irving? Er wird immer noch angegriffen, denn er ist Engländer und es ist natürlich nicht, oder wir hören das nicht gerne, wenn er auch von deutschen Gräueltaten erzählt, die es sicherlich auch gegeben hat, nicht? Aber ich gebe zu, ich bin parteiisch. Für alle, die die Wahrheit nicht wahrhaben wollen, ist seine Auschwitz-Lüge eine Bibel. Der Trick, keine Erwähnung von Gaskammern, erweckt den Eindruck, es gab sie nicht. Warum diese Verdrehung? Ich will uns entlasten und verteidigen, denn kann ich das nicht mit dem, was wir tatsächlich getan haben. Ich leugne das nicht. Aber ist ja schon... Klare Ansage, ne? Also ja, klare, ne? Ansage, ich leugne es nicht, was wir getan haben, ich erwähne es noch nicht, ne? Weil ich parteiisch bin und uns ja entlasten möchte, ne? Aber jeder Verteidiger, der etwas zu verteidigen hat, der wird doch nicht das Belastende aufführen. Ist ja schon selbsterklärend, ne? Damit hat man alles andere schon eigentlich gesagt, ja, oder? So demaskierend wie sonst irgendwas, ne? Also ist tatsächlich auch nicht, man sieht ja auch nicht geschnitten. Das hat er so gesagt, das steht für sich und sollte eigentlich jedem die Augen öffnen, der irgendwie noch glaubt. Der Bericht und so, der ist aber authentisch und objektiv, ne? Aber alles das trifft mich nicht. Ich mache weiter. Ich käme mir vor, als Verräter an meinen Freunden, wenn ich jetzt widerrufen würde. Das habe ich nie getan. Und die Freunde, die dem Schwindel nur zu gern aufsitzen, werden bestärkt und ermuntert. Man hat sich versammelt, um die verbotene SA neu zu gründen. Die Kadertruppe für Propaganda, Straßenschlacht, Terror. Ich rufe auf. Jetzt auch mal Peter. Alles erinnert mich dermaßen an die Vergangenheit. Kann man sich auch trotzdem nicht vorstellen, ne? Nach wie vor dort im Wald und so ähnliche Dinge haben wir auch gemacht. Fahnenschwur. Dann auch mit Feuer und Eid und sonst was, ein Eid sprechen und so. Ich hoffe, dass viele von denen auch den Absprung irgendwie geschafft haben und dass Leute da nicht wieder reinfallen. Gott sei Dank sieht man, dass es auch eine traurige neue SA ist. Ne? Also auch ja, schon. Ich wollte sagen, ist schon lächerlich, was da also dafür ein Zirkus veranstaltet wurde. Das war wirklich so Hollywood-Nazi-Kaspertum. Aber für die Leute, die da waren, auch damals für mich, wo ich mich in dieser Bewegung ja wiedergefunden habe, haben wir das ganz toll gefunden. Das ist das Paradoxe. Wenn ich heute drauf gucke, kann ich auch nur sagen, so, ach du Scheiße, Alter, was für ein Haufen Astronauten. Damals hat man da wirklich dran geglaubt und dachte noch so, oh, Mensch, was wir uns trauen, wir sind's. Ne? Also es ist wirklich schizophren, kann man ja anders sagen. Ne? Meine Kindheit, an meine Jugend, da habe ich das alles erlebt. Ich habe diese Nazis so erlebt, wie sie heute in deinem Film sind, ja, dieses Auftreten, ja, ich bin entsetzt und habe eine schreckliche Angst, dass das sich noch mehr ausbreiten wird. An meiner Ehre als Deutscher gelobe ich der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei Treue und Tapferkeit. Ich gelobe, den mir von der Partei bestimmten Vorgesetzten, Gehorsam bis in den Tod. Ich gelobe,
Ich gelobe Verschwiegenheit gegenüber allen Außenstehenden. Verschwiegenheit gegenüber allen Außenstehenden. Deutschland erwache. Deutschland erwache. Judah verrecke. Judah verrecke. Sieg heil. Sieg heil. Also da war stimmungsmäßig viel in der Stimme drin, ne? Also viel monotoner geht's nicht. Ist aber auch hier, klar sind diese Schwüre und sonst was sind da zusammen und dann siehst du, und der andere kommt schon beim nächsten Treffen nicht, dann sagt er, oh Mensch, ich habe Kegelabend und so weiter. Ist dann manchmal auch dramatisch, wir wollen es nicht kleinreden, aber auch, Gott sei Dank hat es sich ja nicht so durchgesetzt, ja, dass so ein trauriger Haufen dann da auch nichts auf die Kette kriegt. Falscher Pathos, ja, ich gelobe Treue bis in den Tod, in von der Partei bestimmten Vorgesetzten. Es gab keine Partei, es gab keine Vorgesetzten. Das war letztlich ein pathetischer, trauriger Haufen, der natürlich durch den Fanatismus gefährlich wurde. Ja, wenn da die falschen Leute eben ins Zielfernrohr geraten sind, war das natürlich bedrohlich. Nur dieser Haufen, der da steht, hat zum Glück niemals irgendeine relevante gesellschaftliche Bedeutung gehabt. Ja, man muss ja mal vorsichtig sein, wenn so Zahlen dann eben rumgeworfen werden. Der Neonazismus war gefährlich, gerade für die Leute, die den Schlägertrupps eben auf der Straße begegnet sind. Aber gesamtgesellschaftlich hat die große Mehrheit der Deutschen ihn immer abgelehnt und hatte keinen Bock auf Rumhitler und hatte keinen Bock auf Hakenkreuz, hatte keinen Bock auf eine zweite NSDAP oder ein Viertes Reich. Und das muss man aussagen, es liegt ja nicht nur am Holocaust. Ja, selbst wenn wir den Holocaust jetzt ausnehmen sollten, dieses gigantische Menschheitsverbrechen, war der Nationalsozialismus ansonsten auch nicht attraktiv für die Menschen. Ja, die hatten keinen Bock auf Diktatur, die hatten keinen Bock auf Gleichschaltung, die hatten keinen Bock auf in Reihe und Glied marschieren und auf ein ewiges Heerlager, wo kein Mensch mehr Freiheit haben kann. Ja? Ja. Muss man mal sagen, ich finde es immer wieder interessant. Wir haben ja Gott sei Dank nur einen dabei gehabt, der gesagt hat, langweilig so alte Kamellen zu. Ich finde es immer wieder interessant, weil wir auch immer wieder auch an die Parallelen denken, okay, wie sieht's heute aus? Ja, was hat sich getan? An was haben die vor 30 Jahren geglaubt, vor 40 Jahren oder vor 20 Jahren auch? Was hat sich verändert? Wie hat sich der Rechtsextremismus erneuert, neu erfunden? Welche Akteure gibt es? Wer hat immer noch einen Einfluss drauf und so weiter? Und deswegen finde ich, ist das wichtig, das immer wieder zu beleuchten, okay, wie sahen die Anfänge dieser Bewegung aus, obwohl das nicht die Anfänge jetzt waren, aber wie sah das zur Wende aus? Und da muss man das auch ein bisschen verstehen, wenn man heute über Ostdeutschland spricht, ja, was da passiert, wie das weitergegeben wurde, wie es aufgenommen wurde. Und ich finde, dazu gehören diese Berichte und finde die dann auch immer gut, wie das hier gezeigt wird. Ich finde, es ist auch wieder ein Bericht, das muss man auch sagen, was vielen Journalisten heute fehlt, wenig Meinung reingebracht, sondern hat die Akteure reden lassen. Ja. Hat einfach Filmmaterial genommen und hat die Leute, die sich vor die Kamera setzen, die haben das von sich aus erzählt. Ja? Und wirklich, was heute sehr offenbarend war für mich, und damit möchte ich dann auch schließen, ist Thies Christoffersen, der dann wirklich sagte so, naja, das habe ich dann weggelassen, ich will ja nicht das eigene Volk dann beschmutzen und so weiter. Das ist schon einfach krass und das sind Schriften, denen ich auch hinterhergelaufen bin. Tja, schade drum. Axel, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit heute zweimal. Dankeschön. Bei mir wartet jetzt auch gleich erstmal ein Wochenendbierchen. Jetzt laber. War eine anstrengende Woche. Hast du dir verdient. Axel, Dankeschön für deine Zeit. Natürlich hast du auch noch ein paar Worte an die Community. Checkst Axels Kanal aus. Wir sehen uns mit Sicherheit nächste Woche wieder. Und ja, erstmal ein großes Dankeschön an die Mods, Kanalmitglieder, an alle, die diesen Kanal so supporten und mir reicht es jetzt für heute mit Reden, Axel, aber ein paar Worte natürlich auch noch für dich. Ich danke dir, dass ich wieder zu Gast sein durfte, immer wieder gerne und wer meint, das wäre alles alte Kamellen, der sollte sich vergegenwärtigen, dass viele, viele der heute aktiven Drahtzieher der rechtsextremen Szene, egal ob es NPD, die Rechte oder ganz andere Strukturen sind, durch diese Strukturen gegangen sind, die wir hier gesehen haben. Wir haben ja auch schon gehört, dass Gottfried Küssel jetzt versucht, bei den Querdenkern sich dann reinzuwaschen und zu sagen, ich wurde zu Unrecht geframed von den bösen Medien. Und da finde ich es sehr, sehr wichtig, sich immer nochmal anzuschauen, was haben die selber rausgehauen, wo haben die sich bewegt und wie ist deren heutige Unschuldsbekundung tatsächlich einzuschätzen. Da sind solche Dokus Gold wert und finde ich auch sehr wichtig und richtig, dass das heute auch nochmal gezeigt wird. Ne? Also, vielen lieben Dank. Checkt Axel aus, ist verlinkt oben in der Videobeschreibung, auch bei dem ersten Teil. Dankeschön, dass ihr immer dabei wart. Kanalmitglieder, Paten, Mods, Dankeschön. Und es